So, aber ich habe es ja in der ersten Hälfte erwähnt, wir leben ja jetzt momentan in so einer Leistungsgesellschaft, also wir müssen alle was erreichen und perfekt sein und so, und das ist ja auch nicht schlimm, aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass wir ein bisschen darüber vergessen, was uns wirklich wichtig ist im Leben. Und das finde ich schade. Vielleicht sollten wir darüber öfter mal nachdenken, ja, so was wir wirklich haben wollen. Familie, Freunde, eine Beziehung. Ja. Ich habe eine Langzeitbeziehung, das ist auch eine Leistung. Ja. Darf ich mal fragen, wer hat eine Langzeitbeziehung? Mal Hand hoch. Hand hoch, wer hat eine Langzeitbeziehung? Yeah, hier vorne. Seid ihr ein Paar? Ja? Wie lange seid ihr zusammen? 26 Jahre, ein Riesenapplaus für die beiden. Das ist doch toll, Mensch. Yeah! Das ist super, und ihr guckt auch noch so freundlich. Das ist total... Das ist, nein, sagen wir es doch mal so, wie es ist, oder? Verliebt sein kann jeder Depp, oder? Sind wir uns einig? Das ist, weißt du, wenn du verliebt bist, da kriegst du noch so SMS, so, oh, lieb dich, Küsschen, vermiss dich. Nach 26 Jahren kriegst du noch so SMS, Vollmilch, Ausrufezeichen. Oder? Das ist, kürzlich ein Mann aus dem Publikum geschrien, sei froh. Meine schreibt nur noch 3,5%. Es ist eine Leistung, zusammen zu bleiben, ja? weil ich finde, man muss ja auch mal mit den Macken des anderen klarkommen. Das ist ja auch nicht immer einfach. Ja? Haben wir uns da nichts vor, wir wollen alle tolle Menschen in der Beziehung sein, aber manchmal schafft man es doch auch nicht, oder? Mal ehrlich, manchmal ist man doch auch ein Arschloch, oder nicht? Ja? So ein Teilzeit-Arschloch? Ja? Ich bin das, gebe ich offen zu, wirklich. Also, mal ein Beispiel, ja? Wenn wir noch im Bett liegen irgendwie und schlafen beide irgendwie und der Hund kommt und will raus. Leute, da kann ich schlafen. Leute, ich schlafe nie so gut, wie wenn der Hund raus muss. Dann drehe ich mich teilweise auch noch so in die Bettmitte, weißt du, und täusche so eine Tiefschlafphase vor. Aber weißt du, wenn mein Mann dann aufsteht, er sich anzieht, die Schuhe anzieht, die Leine nimmt und schon an der Tür steht, dann raffe ich mich immer noch auf und schreie, aber Schatz, ich kann doch auch gehen. Boah. Und Leute, bitte, ihr müsst mir das mal per Applaus bestätigen, weil ich fühle mich mittlerweile echt schon schlecht deswegen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn dein Partner zu dir sagt, Schatz, ich bin jetzt mal 3 Tage beruflich unterwegs, ja, dann solltest du denken, oh mein Gott, 3 Tage. Wie soll ich das aushalten? Aber Leute, mal ehrlich, bin ich denn der Einzige, der in so einer Situation denkt, 3 Tage, da schaffe ich eine Staffel Dexter? Immerhin, 3, 4. Man muss auch mal mit den Macken des anderen klarkommen, das ist nicht immer einfach. Ich war mal mit einem Franzosen zusammen, das ging auch nicht. Echt ein lieber Kerl, netter Kerl, aber statt Sex hat er immer gesagt, Bümsen. Echt ein netter Kerl, aber der macht den Mund auf und ich denke, ganz Bugs Bunny stinkt dir. Oh, mach dich schnackig, wir könnten Bümsen sein. Es ging nicht. Irgendwann stand er in der Küche und hat sowas gekocht und rührt so im Topf und sagt so zu mir, Markus, Markus, schau dir immer an, wie ein Mann kocht. Denn so wie einer kocht, so bümst er auch. Da war es vorbei. Ich konnte nicht mehr. Oder kennt ihr so Leute, die Lebensmittel mit in den Urlaub nehmen? Na, ich frage mal anders. Seid ihr so Leute, die Lebensmittel mit in den Urlaub nehmen? Ja, ne? So? Eine Dose Ravioli nach Italien? Hm? Ah, da wird schon gedeutet, das mag ich sehr. Das ist... Nein, ich verstehe das total. Italiener können viel, aber Nudeln? Na. Ich mach das nicht so, aber mein Mann macht das ganz gerne. Und es war echt, war spannend. Wir sind nach Österreich gefahren, in Wanderurlaub und so. Und kurz vor der österreichischen Grenze sagt er zu mir, halt noch mal bei Rewe, ich will noch was einkaufen. Kommt wieder, was hat er dabei? Eine Packung österreichischen Bergkäse. Ich habe die Packung dann genommen, ja, habe sie ganz liebevoll gestreichelt und habe gesagt, freu dich, kleiner Käse. Wir bringen dich jetzt nach Hause. Und als wir über die Grenze waren, habe ich die Packung aufgerissen, aus dem Fenster gehalten und geschrien, flieg, du bist frei! Ja, wir waren im Wanderurlaub, wie gesagt, wir mögen das total, ich liebe das, weißt du, so draußen sein und so, weißt du, so mit den Gore-Tex-Schuhen und der Gore-Tex-Jacke durch den Matsch stopfen. Wir sind so Outdoor-Schwuppen sind, wir sind quasi Lesben, die auf Männer stehen, weißt du, das ist... Oder wie es ein Freund von mir aus Österreich mal gesagt hat, Markus,
Markus, du bist so eine Mischung aus dem Mann aus den Bergen und Sissi. Verschämt. Aber wir haben jetzt mal was anderes ausprobiert. Wir haben eine Kreuzfahrt gemacht. Jetzt muss ich mal fragen, hat schon mal jemand eine Kreuzfahrt gemacht? Ja, wo ging es hin? Verschieden. Oh. Verschieden. Um ehrlich zu sein, uns gehört der verfickte Kahn. So schaut's aus. Oder? Nein, ich freue mich immer, wenn auch Menschen aus Düsseldorf in meine Shows kommen. Das ist... Nein, wir haben das mal gemacht und es war wirklich toll. Also ich war total begeistert. Am Anfang stand ich irgendwie noch so vorne an der Reling den ganzen Tag, weißt du, habe aufs Wasser geguckt, vor mir fliegende Fische, hinter mir fliegende Fischteile. Aber ich weiß nicht, ob es euch auch gesehen, irgendwann wurde mir dann bewusst, wie langsam so ein Schiff fährt. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Leute, wir wurden teilweise von Seegras überholt. Ich habe hinter unserem Schiff Delfine gesehen, die haben schon Lichthupe gemacht. Und ich habe eins unterschätzt auf diesen Kreuzfahrtschiffen. Eins habe ich unterschätzt. Da sind noch andere Menschen. Und das ist nicht immer schön. Ja? War ein so ein Typ, der hat jeden Tag so eine Liege reserviert, ja? Indem er einen Kamm draufgelegt hat. Jeden Tag lag da so ein Kamm auf der Liege. Und irgendwann war es mir zu doof. Ich habe den Kamm weggemacht, ja, und er kam natürlich sofort an und hat gesagt, Entschuldigung. Haben Sie nicht gesehen, dass ich da einen Kamm hingelegt habe? Ich habe gesagt, doch, vielen Dank, aber ich trage mein Haar heute verstrubbelt. Mein Highlight der Reise war aber am Pooldeck neben uns ein 6-jähriger Junge. Ja, mein Mann und ich lagen da und wir haben nichts gemacht, wir haben uns nicht mal angefasst. Ja. Und ich wusste aber genau, oh Gott, gleich kommt was. Und der Junge hat uns die ganze Zeit angeguckt. Ja. Und tatsächlich, irgendwann steht er auf, kommt zu uns, stellt sich vor uns und fragt, seid ihr Brüder? Und ich schon so, nein. Seid ihr Cousins? Nein. Was seid denn ihr? Ich gedacht, naja, ist ja egal, erzählt sie mal, der ist ja nichts Schlimmes. Habe ich gesagt, ja, wir sind verheiratet. Er, ratter, ratter, ratter. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Was macht er? Er stellt sich vor uns, stemmt die Arme in die Hüfte und fragt, habt ihr vom Rathaus ein Herz ausgeschnitten? Ende. Das war's.